Moin, ich bin der Chris und in diesem Video zeige ich dir, wie du bei deinem Fred oder bei deinem Earl den Brennersitz kontrollierst. Manchmal kann es passieren, dass durch den Transport oder mit der Zeit der Brenner nicht mehr richtig auf der Düse sitzt. Und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie man das kontrolliert und was dann gegebenenfalls zu tun ist. Aber bevor du loslegst, bitte beachte alle geltenden Warnhinweise in der Aufbauanleitung. Los geht's mit dem Earl. Die Brenner sind durch diese Flammenbrücke miteinander verbunden. Ob sie richtig sitzen, stellst du fest, indem du an jedem leicht wackelst. Hier sieht es gut aus. Prüfe auch noch einmal direkt an der Gasdüse, ob der Brenner richtig darauf sitzt. Das tust du, indem du ihn leicht vor- und zurückschiebst. So wie hier zu sehen ist, ist es richtig. Jetzt zeige ich dir das Ganze bei der Fred-Serie. Anders als beim Earl sind die Brenner bei Fred nicht mit einer Flammenbrücke verbunden. Dadurch haben sie natürlich etwas mehr Spiel, wenn du daran rüttelst. Schiebe jeden Brenner etwas vor und zurück und drehe ihn leicht. Dasselbe tust du beim Keramikbrenner. Jetzt hast du gesehen, wie es aussehen sollte. Wenn der Brenner nicht richtig sitzt, also zu weit links sitzt oder zu weit rechts sitzt oder mehr Spiel hat, als du gerade gesehen hast, oder im Betrieb sehr laut faucht, dann musst du den Brenner einmal ausbauen und wieder richtig einsetzen. Und das zeige ich dir jetzt. Beim Earl lösen wir zuerst den Sicherungsstift an der Rückseite. Dann schrauben wir die Flammenbrücke ab und entfernen den Brenner. Jetzt setzen wir den Brenner vorsichtig vor die Gasdüse und befestigen alles in umgekehrter Reihenfolge. Beim Fred lösen wir hinten die Sicherungsklammer, schieben den Brenner etwas zur Seite, um ihn dann korrekt auf der Gasdüse zu positionieren. Die Sicherungsklammer wieder rein und fertig. So, jetzt kannst du dir absolut sicher sein, dass deine Brenner richtig sitzen. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Grillkammer richtig zusammensetzt.